Oh, Henry, so sage mir doch, wer zeigte dir den Weg zu diesem Ort? Die Liebe, die zuerst mich forschen hieß. Sie lieh mir Rat, ich lieh ihr meine Augen. Ich bin kein Steuermann, doch wärst du fern wie Ufer, von dem fernsten Meer bespült, ich wagte mich nach solchem Kleinod hin. Du weißt, die Nacht verschleiert mein Gesicht, sonst färbte Mädchenröte meine Wangen um das, was du vorhin mich sagen hörtest. Gern hielt ich streng die Sitte, möchte gern verleugnen, was ich sprach. Doch weg mit Förmlichkeit. Sag, liebst du mich? Ich weiß, du wirst's bejahen. Oh, oh, Shakespeare. Mein Gott, es tut mir leid, seit dem letzten Part bin ich total auf Shakespeare. Gut, wir erinnern uns an den letzten Part. Laila und Henry lernen zusammen, obwohl Laila durchaus andere Gedanken im Kopf hatte, was sie während ihrer Nachhilfestunden so treiben könnten. Und ich habe den Verdacht, dass sie nun den armen Henry etwas ablenken möchte, indem sie, unter dem Vorwand, das Outfit zu wechseln, in ihr Zimmer geht. Oh ja, ich spüre schon viel, viel nackte Haut. Ich ziehe mich aus und suche nach einem Outfit, mit dem sich das warme Wetter besser aushalten ließe. Mein Blick fällt auf ein tief ausgeschnittenes Top und sehr kurze Shorts. Beides ziehe ich nur zu Hause an. Es ist dasselbe Outfit, in dem ich Henry singend und tanzend in meinem Zimmer überrascht hat. Oh ja. Wenn ich mich recht entsinne, hat es ihn nicht ganz kalt gelassen. Ich werde seine Selbstbeherrschung testen. Oh, du Biest! Gott, ich bin wirklich gemein. Ich schlüpfe in die Sachen, binde meine Haare zusammen und gehe barfuß zurück zu ihm ins Wohnzimmer. Da bin ich wieder. Er sieht mich nicht mal an. Wahrscheinlich schreibt er gerade an einer neuen Aufgabe für mich. Ja, komm. Ich habe etwas für dich vorbereitet. Das war wohl nichts mit dem großen Auftritt. Ich setze mich brav zurück auf meinen Platz neben ihn. Bei dieser Aufgabe musst du... Du musst... Sein Blick fällt zuerst auf meine nackten Oberschenkel und wandert dann nach oben zu meinem aufreizenden Ausschnitt. Gewonnen! Ich muss? Oh, du kleines Biest! Ich lege den Kopf schief, kaue provokativ an meinem Stift und lächle ihn mit blitzenden Augen an. Ich hätte nie gedacht, dass ich fähig wäre, einen Mann so zu provozieren. Natürlich durchschaut er mein Spiel sofort. Er bemüht sich, seine Selbstbeherrschung zu wahren und sich nicht darauf einzulassen. Du musst auf alle Fragen antworten. Dazu musst du die richtigen Vokabeln und Konjugationen finden. Aber Vorsicht, es gibt ein paar Fallen. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Mal sehen, was du behalten hast. Er lächelt mich an und hält meinen Blick stand. Ich war dem Ziel schon so nahe! Mein Gegner ist wirklich hartnäckig. Ich mache also diese verdammte Übung und bemühe mich, so gut es meine Englischkenntnisse zulassen. Henry korrigiert die Antworten und gratuliert mir. Wir lernen mittlerweile seit mehr als 3 Stunden. Er nimmt die Brille ab und reibt sich die Augen. Und wie jedes Mal finde ich ihn unwiderstehlich. Wir sollten eine Pause machen. Ich glaube, die haben wir uns verdient. Okay. Möchtest du etwas trinken? Nur etwas Wasser, bitte. Ich hole aus der Küche eine Karaffe Wasser und 2 Gläser. Er hat seine Brille noch nicht wieder aufgesetzt. Sie liegt auf dem Tisch. Ja. Mein Gott. Wie aus so einem Softporno. Entschuldigung. Ich nehme sie und setze sie auf. Dann setze ich mich rittlings auf seinen Schoß. Damit hat er nicht gerechnet. Er wirft den Kopf zurück, lässt die Arme hängen und seufzt verärgert. Ich schlinge meine Arme um seinen Nacken. Das verstehst du also unter Pause? Warum nicht? Henry, wir arbeiten seit über 3 Stunden. Sei mir nicht böse, aber da brauche ich zur Abwechslung mal ein bisschen Zärtlichkeit.
Ich streichle ihm zärtlich die Wange. Er entspannt sich und gibt sich endlich geschlagen. Na gut. Er nimmt meine Hand und küsst sie. Ich sehe ihm in die Augen. Sie sind wunderschön. Er nimmt mir die Brille ab, die ich immer noch auf der Nase habe, und legt sie auf das Heft neben sich. Dann nimmt er mein Gesicht in seine Hände. Ich lächle ihn liebevoll an, während er mich schmachten lässt. Und schließlich findet sein Mund den meinen. Ganz vorsichtig küsst er mich fast schüchtern mit den Lippenspitzen und ich lasse ihn gewähren. Ich ziehe ihn zu mir heran und presse mich an seine Brust. Ich öffne die Lippen und küsse ihn nun meinerseits, leidenschaftlicher. Er lässt es geschehen, ohne sich dagegen zu wehren, und allmählich beginnt seine Mauer der Selbstbeherrschung zu bröckeln. Er richtet sich auf und streichelt über mein Haar, meinen Rücken, meinen Hintern, meine Oberschenkel, und schließlich ist die Leidenschaft stärker als seine Vernunft. Seine zurückhaltenden Küsse werden nun stürmischer. Ich bin wie trunken vor Verlangen und Liebe. Kinder, an dieser Stelle möchte ich euch noch einmal sagen, dieses Spiel hat kein FSK. Das heißt, rein theoretisch ist es ab 0 und kleine Kinder können das ausspielen. Also, ja, B-Move. Vielleicht solltet ihr langsam mal an eine Einführung denken. Gott, ich liebe ihn so sehr. Er küsst mich noch leidenschaftlicher als an den Tagen zuvor. Ich hätte nicht gedacht, dass das möglich wäre. Schließlich steht er auf und hebt mich dabei an den Oberschenkeln mit hoch. Er geht auf das Sofa zu. Ich habe meine Beine um seine Taille geschlungen. Er legt mich auf das Sofa, ohne sich dabei von mir zu lösen. Mein Herz explodiert beinahe. Henry bedeckt mich mit Küssen. Er beginnt an meinem Hals und wandert dann langsam zu meiner Schulter hinunter. Oh, Lila. Ihn in dieser Situation meinen Namen sagen zu hören. Gott, ich bin vollkommen glücklich und wie berauscht. Auch seine Hände gehen auf Entdeckungsreise. Von meinen Hüften wandern sie zu meinem Po und schließlich zu meinen Oberschenkeln. Die Berührung seiner Hände auf meiner nackten Haut lösen in mir völlig neue Empfindungen aus. Ich habe das Gefühl zu glühen, während ich das Gewicht seines Körpers auf meinem spüre. Er fährt mit seiner Hand weiter mein Bein entlang. Ich habe unbändige Lust, ihn auch zu berühren. Ich löse meine Hände von seinem Nacken und lasse sie nach unten zum Rand seines T-Shirts wandern und hebe es hoch, um seinen Rücken zu spüren. Ich streichle ihn zuerst mit den Fingerspitzen. Es ist das erste Mal, dass ich ihn woanders berühre als im Gesicht, Nacken oder an den Händen. Seine Haut ist ganz weich und ich kann jeden seiner Muskeln spüren. Seinen wunderbaren Körper anzusehen ist eine Sache, aber ihn zu berühren nochmal eine ganz andere. Schnell lasse ich beide Hände unter sein T-Shirt gleiten und streichle ihn begierig. Ich erkunde jede Partie seines Körpers, die ich in dieser Position erreichen kann. Seinen Rücken, seine Lenden, seinen Oberkörper. Während seine Hände weiterhin auf meinem Oberschenkel und meinen Haaren ruhen, wandern seine Lippen wieder nach oben zu meinen, um mich noch einmal zu küssen. Plötzlich hält er atemlos inne. Laila, siehst du, was du mit mir machst? Ich lächle ihn an, das Gesicht vor Erregung gerötet. Und gefällt dir das nicht? Er lacht leise. Doch, aber jetzt noch nicht, meine Schöne. Vor allem nicht mitten auf dem Sofa, wenn Alex zu Hause ist oder die Eltern, die da theoretisch auch wieder reinplatzen könnten. Leute, ihr solltet euch wirklich mal andere Szenarien ausdenken. Also, na gut. Aber er sieht mich eindringlich an und lächelt, bevor er mehrere kleine Küsse auf meinem Hals verteilt. Wir werden es nicht das erste Mal auf deinem Sofa tun. Oh Gott! Jetzt sind es nicht nur Anspielungen, jetzt ist es ausgesprochen. Wunderbar. Ich hatte ja auch vor, in mein Zimmer zu gehen. Oh Gott! Kommt gar nicht in Frage mit deinem Bruder nebenan, der einfach reinkommt ohne Vorwarnung und ohne anzuklopfen. Außerdem ist heute Nachmittag nicht der richtige Zeitpunkt dafür. Wir müssen wirklich arbeiten. Und? Ich habe nichts dabei, um uns zu schützen. Oh, Henry, er ist vernünftig. Aber rein theoretisch kann man sich doch auch Kondome von Alex leihen, oder?
Bevor ich etwas sagen kann, liest er meine Idee von meinem Gesicht ab und sieht mich erstaunt an. Nein, nein, ich würde deinen Bruder sowas niemals fragen. Ich bin enttäuscht, obwohl mir klar ist, dass das eine wirklich schlechte Idee war. Und außerdem, lass uns noch etwas warten. Dann wird es sicher noch schöner. Warten? Mensch, Henry, wie lange denn? Er lacht. Keine Sorge, nur ein paar Tage. Bis wir das lernen und unser Abi hinter uns haben. Was? Das ist doch noch voll lange. Leila, das sind nur ein paar Tage. Ich habe schon einmal das Abi nicht geschafft. Bitte. Oh, so ein Schurke. Das ist ein Totschlagargument. Ich gebe mich geschlagen. Er steht auf und hält mir seine Hände hin. Komm, wir arbeiten weiter. Er führt mich zurück zum Wohnzimmertisch und ich nutze die Gelegenheit, meine Haare und Kleider zu ordnen. Sag mal... Ja? Könntest du vielleicht etwas anderes anziehen als dieses Stück Stoff, das du da als Shorts bezeichnest? Ich denke, du hast damit geschafft, was du wolltest, nämlich mich aus dem Konzept zu bringen. Ich würde gerne mit dir weiterarbeiten können, ohne innerlich die ganze Zeit mit mir selbst zu ringen, um mich nicht auf dich zu stürzen. Ich lächle ihn an, glücklich über meinen Sieg. Dieses kleine, berechenbare Biest. Ich gehe zurück in mein Zimmer und tausche die Shorts gegen einen Rock in angemessener Länge aus. Der Rock ist kurz genug, damit mir nicht warm ist, und lang genug, um Henry nicht abzulenken. Oh, und sie hat ihr T-Shirt gewechselt. Er setzt seine Brille wieder auf und wir arbeiten weiter. Aber das Ganze gestaltet sich schwieriger für mich, als ich dachte. Ich habe immer noch das Gefühl, mein gesamter Körper würde glühen. Mich quält eine Frage. Henry? Ja? Hast du schon mal mit einem Mädchen geschlafen? Wie intim das hier plötzlich wird. Spannend. Er sieht mich überrascht an. Er hebt eine Augenbraue, antwortet dann jedoch ganz sanft. Ja. Ich war mit Melanie 7 Monate zusammen, also... Ja, verstehe. Und du? Ich bin verlegen. Ich habe nicht damit gerechnet, dass er zurückfragt, obwohl das eigentlich ganz normal ist. Leila? Ich spüre, wie ich rot werde und versuche, seinen Blick auszuweichen. Ich hab noch nie... Okay, warte. Sie hat noch niemals zuvor mit einem Jungen geschlafen und drängt so sehr darauf, mit ihm in die Kiste zu steigen? Was ist sie denn für eine Jungfrau? Also eigentlich dauert das Ganze doch länger, oder? Schließlich sehe ich ihn an. Nach dem, was wir gerade erlebt haben, bin ich zu aufgeregt, um so sachlich darüber zu reden. In der Hitze des Moments aufreizend und mutig zu sein, ist nicht dasselbe wie ernsthaft über sowas zu sprechen. Hey, mach dir keine Sorgen. Ich bin ziemlich romantisch. Ich wollte, dass es mit der richtigen Person im richtigen Moment passiert. Und so... Ja, sie ist super romantisch, aber will ihn eigentlich in jedem Moment in sich spüren. Wie creepy ist das denn? Und ich meine, wie lange sind die beiden jetzt zusammen? Nicht wirklich lange, oder? Ich meine, theoretisch können wir das hier im Tagebuch nachvollziehen. Dip, 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 dip. Hier, guck mal, am 8. Ja, am 8. sind sie zusammengekommen. Oder am 7. schon? Na, jedenfalls am 7. oder am 8. Juni. Jetzt haben wir den 13. Das sind noch nicht mal 2 Wochen und sie will sofort mit ihm in die Kiste rutschen. Also, ich finde das sehr, sehr fragwürdig und sehr, sehr merkwürdig. Aber na gut, wie sie meint, die kleine Romantikerin.
Ich meine, ich habe damals auch 6 Monate gebraucht, bis ich dann mal so weit war. Aber nicht mal 2 Wochen, nicht mal 1 Woche, oder? Knapp 1 Woche. Oh Mann, die ist ja ganz schön ausgehungert. Ja, das verstehe ich. Ja, dass sie ausgehungert ist, verstehe ich auch. Aber du hast gesagt, du warst schon mit anderen Jungs zusammen. Mit Ethan und ich weiß nicht mehr mit wem. Ja, aber das war nicht... Das war nicht so wie mit dir. Rot vor Scham verberge ich das Gesicht in den Händen, wie ein Kind, das etwas Dummes gesagt hat. Er lacht, nimmt mir die Hände vom Gesicht und hebt mein Kinn an, um mir in die Augen sehen zu können. Er lächelt mich zärtlich an. Ich fühle mich geehrt. Ich habe so etwas noch nie empfunden. Es ist das erste Mal und es ist sehr stark. In den letzten Tagen kann ich an nichts anderes denken. Er hört mir zu, ohne mich zu unterbrechen und streichelt mir dabei unendlich zärtlich über die Wange und das Kinn. Das ermutigt mich, weiterzureden und ihm zu gestehen, wie ich empfinde. Henry, ich habe Lust auf dich. Ich bin überwältigt von all dem, was ich für dich empfinde. Dieser Leidenschaft und diesen unbekannten Gefühlen. Laila. Ich habe das Gefühl, ich bin nicht normal, sondern irgendwie besessen. Er lacht. Hey, du bist ganz normal. Mir fällt es auch schwer, mich zurückzuhalten. Schließlich bin ich ein Mann. Und neben mir sitzt die Frau, die ich mehr als alles andere begehre. Ich denke auch oft daran. Zu oft. Ich kann auch nicht mehr lange warten, das ist sicher. Okay, wird das dann auch so detailliert beschrieben? Aber mit dir ist alles so anders. Ich möchte jede einzelne Etappe dessen, was ich mit dir erlebe, auskosten, Laila. Und wie schaffst du es, dich zu beherrschen? Ich weiß es nicht wirklich. Aber ich habe das Gefühl, durch diese Sehnsucht und das Verlangen fühle ich mich männlicher. Ich bin glücklich, mit dir zusammen zu sein. Und jeden Tag, der vergeht, begehre ich dich mehr. Er küsst mich zärtlich und nimmt mich in den Arm. Lass uns bis nach dem Abi warten. Dann sind wir auch entspannter, du wirst sehen. Ja, aber das wäre so gut. Weißt du, so entspannst du sie doch auch. Sie ist jetzt gerade mit dem Lernen voll beschäftigt und hat alles voll im Kopf. Und das, ne? Ich kann nicht mehr reden, mir fällt alles runter. Ich bin ehrlich gesagt ein bisschen schockiert, dass das hier so ins Detail geht und die so offen über Sex reden. Boah, krass. Ich habe Sex gesagt. Jetzt kann ich dieses Video nicht mehr monetarisieren. Egal. Mein Kopf liegt auf seiner Brust und ich höre seinen Herzschlag. Okay, ich werde versuchen, so lange zu warten. Ich bin mittlerweile ein wahrer Meister im Warten. Es war schön, dich zu berühren. Das fand ich auch. Es ist warm heute. Warum trägst du nicht bloß ein T-Shirt? Das Langarm-Shirt darunter brauchst du doch nicht mehr. Ich schmiege meinen Kopf ein bisschen enger an seine Brust und drücke ihn noch fester an mich. Dann könnte ich wenigstens deine Arme streicheln. So, so, das nennt ihr also Lernen. Ich zucke zusammen. Alex! Oh Gott, hast du mich erschreckt. Schon gut, ich bin ja schon wieder weg. Wir arbeiten noch über 1 Stunde weiter, bis meine Eltern nach Hause kommen. Mein Vater ist beruhigt, uns im Wohnzimmer lernen zu sehen. Und meine Mutter schlägt Henry tatsächlich vor, zum Abendessen zu bleiben. Zu meiner großen Freude nimmt er die Einladung an. Wir lernen noch ein bisschen weiter, während meine Mutter und mein Bruder kochen, bis sie kommt, um den Tisch zu decken. Das Essen schmeckt wunderbar. So, so, junger Mann. Du lernst also mit meiner Tochter. Ja. Schafft sie das denn nicht allein? Ja, Papa. Henry ist Klassenbester in allen Fächern.
Ich kann mir niemand Besseren als Lehrer wünschen. Jep. Und sie haben sogar fast gar nicht herumgefummelt. Henry verschluckt sich und ich drehe mich wütend zu meinem Bruder um. Was für ein Idiot! Alex, was soll das? Na, stimmt doch. Ihr habt echt den ganzen Nachmittag gelernt. Ich war beeindruckt. Das hätte ich meinem Schwesterchen nicht zugetraut. Jedenfalls fast den ganzen Nachmittag. Ich habe euch trotzdem beim Fummeln erwischt. Meine Mutter sieht mich an, als wollte sie fragen, habe ich da etwas verpasst? Mein Bruder bemerkt die fragenden Gesichter unserer Eltern. Warte mal. Hast du den beiden etwa nicht erzählt, dass du endlich mit deiner Brillenschlange zusammen bist? Ups, stimmt. Dieses kleine Detail hatte ich verschwiegen. Laila, stimmt das? Mama ist enttäuscht. Ich habe ihr sonst immer alles anvertraut. Oh Gott, das ist echt der Hammer. Es tut mir leid, dass sie es so erfahren. Es ist noch ganz frisch, nicht mal eine Woche. Und in der Schule haben wir gerade so viel zu tun und müssen nebenher noch fürs Abi lernen. Ich habe einfach nicht daran gedacht. Tut mir leid, Mama. Sie seufzt. Na, ist nicht so schlimm. Das Wichtigste ist, dass du glücklich bist und dich auf das Lernen konzentrierst. Und ich? Ich werde nicht nach meiner Meinung gefragt? Doch, Papa, natürlich. Also, ich hätte auch gerne eher gewusst, dass du einen Freund hast. Jetzt weißt du's. Ich werde eure Geschichte sicher nie verstehen. Deine Mutter hat mir gesagt, du würdest heute Nachmittag mit einem Freund lernen. Ich dachte nicht, dass das heißt, dass ihr zusammen seid. Mein Vater sieht meine Mutter und mich verwirrt an. Ihm sind solche Gespräche unangenehm. Ich sehe, dass Henry lächeln muss. Was ist denn so lustig, mein Junge? Es tut mir wirklich leid. Entschuldigen Sie. Ich freue mich nur, den Abend mit Ihnen einzuverbringen. Ja. Normalerweise bin ich abends mit meinem Vater allein und da ist normalerweise nicht so viel los. Lassen Sie mich Ihnen offiziell sagen, dass ich mit Ihrer Tochter zusammen und darüber sehr glücklich bin. Oh mein Gott, ist das süß. In diesem Moment habe ich nur ein Ziel vor Augen. Und zwar, dass wir unser Abi ohne Probleme schaffen. Manche Fächer fallen mir relativ leicht und ich kann leider darin helfen. Ich bin stolz zu sehen, dass sie schon Fortschritte gemacht hat. Ich glaube, keiner meiner bisherigen Freunde war von meinem Vater so redegewandt. Gut. Du scheinst ein ernsthafter junger Mann zu sein. Ich folge ihm. Mein Vater dreht sich zu uns um. Redet er immer so wohl überlegt? Wir müssen alle lachen. Das kannst du laut sagen. Boah, echt unerträglich. Der Rest des Essens verläuft wunderbar. Meine Eltern stellen Henry viele Fragen über seine Familie, seine Eltern. Dann kommt der peinliche Moment, in dem sie anfangen, alte Anekdoten über mich zu erzählen. Ich musste einiges aushalten, aber hey, wir haben alle viel gelacht. Henry warf mir immer wieder verschwörerische Blicke zu und lächelte mich an. Das dürfte meiner Mutter nicht entgangen sein, die sich sehr für mich freut. Sie weiß, wie sehr ich in ihn verliebt bin. Der Abend ging nach dem Essen noch eine Weile weiter und ich habe es sehr genossen, genau wie Henry und meine Familie. Ja, oh Leute, das war doch echt ein süßer Part. Und sogar relativ lange. Ich würde sagen, wir machen an dieser Stelle einen Cut. Ich meine, ein bisschen was müssen wir ja nun auch verarbeiten. Henry hatte natürlich schon mit Melanie was, das hätte ich mir auch nicht anders denken können. Da sie ja nun wirklich auch eine ganze Weile zusammen waren. Laila hatte noch nie, was mich etwas erschüttert, weil sie ja wirklich sehr darauf drängt, mit ihm intim zu werden. Das finde ich wirklich etwas befremdlich. Ich meine, so verhält sich doch keine Jungfrau. Klar, sie hat auf den Richtigen gewartet und so. Aber dann ist man doch nicht so drängend, oder?
Also, wie gesagt, bei mir hat 6 Monate gedauert, bis ich mich da mal getraut habe. Und die beiden sind nicht mal eine Woche zusammen und... Wuss! Das ist einfach so creepy! Anziehungskraft hin oder her, aber... Seine Jungfräulichkeit zu verlieren ist halt eine ziemlich, ja... Wie formuliere ich das jetzt? Eine ziemlich einzigartige Sache, bei der man sich wirklich hundertprozentig sicher sein muss, und sie kennt ja sein volles Geheimnis noch nicht. Und wir wissen auch noch nicht, wie sie auf das Geheimnis reagieren wird. Das ist alles zu viel für mich. Ich bin raus für heute. So, ihr Lieben, dann wünsche ich euch noch einen angenehmen Sonntag. Genießt das Restwochenende. Grübelt ein bisschen darüber nach, was hier gerade abgegangen ist. Softporno und so. Es ist ja doch ziemlich intim, und dass dieses Spiel dann kein FSK hat, finde ich schon etwas krass. Es wird ja auch sehr gut beschrieben. Man hat totales Kopfkino und braucht eigentlich auch die Bilder gar nicht dafür. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass dieser Vorgang des Intimswerdens an sich auch nochmal ziemlich detailliert beschrieben werden könnte. Also B-Move, überlegt euch irgendwas, denn wenn das hier 6-Jährige spielen oder so, dann finde ich das doch etwas sehr, sehr krass. Aber na gut, meine Meinung wird hier außen vor gelassen. Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag. Bis morgen. Schnitzel Mama over and out.